Guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video Road to Level 30 mit dem rattigen Kaninchen. Ja? Ja. Zum nächsten Spiel. Auf geht's. Level 4 inzwischen. Wir versuchen. So. Habe ich eigentlich nicht die Rose als Icon? Ah, doch, da. Bilibili Rose. Welchen Champion ich muss? Ich könnte Poppy nehmen. Ah, nur der Master Yi. Oh ja. Entschuldigung, aber ich habe nämlich jemand anderes vor. Jemanden viel, viel cooleres. Den Champ hat jetzt wenigstens nicht jeder. Spielverlauf. Gewonnen. Gewonnen. So, gut. Warte auf andere Spieler. Dankeschön. Und wir nehmen heute, wer hätte es gedacht, Ich werde der Beste sein. Wukong. Mal schauen, was der Junge so kann. Wann kriegen wir eigentlich Flash? 8. Hätte noch 10. Ja, dann wird es Zeit, dass ich bald mal Level 10 werde. Midlane. Keine Ahnung. Ich bin jetzt schon wieder auf die Midlane. Ja. No. My go. Da ist und mein mal schauen, ob die Morgana was kann. Das sind die Champions, die irgendwie immer frei sind. Versteht zwar nicht warum, aber okay. Gut. Müssen wir bloß noch auf Beschwörer 4 und 5 warten. Also auf unsere Gegner. Mal eben schnell einen Prodix an. PS? Fragezeichen. Einfach nur mal so. Da muss ich jetzt hier wenigstens nicht alleine sein. Gut, er schreibt schon mal einen Moment. Und ab in LOL in-game. Jetzt kommt das League of Legends Logo. Und da sind wir auch schon drin. Screen und jetzt müsstet ihr eigentlich. Jawohl. Sehr, sehr schön. Oh, Walzer. Es wird witzig. Mein Master Yi ist nicht umsonst. Zed ist erst recht nicht umsonst. Hundertprozentig ein Smurf. Kha'Zix und Malzahar. Und Omega Trop Teemo sowieso nicht. Schon den Skin hat, er könnte. Er hat Flash, also es ist auf jeden Fall schon mal Level 8. Naja. Wenigstens haben wir einen, der wenigstens vielleicht eventuell ist, vor allem Team schon drin. Ich habe den Skin noch nie im Game gesehen. Mensch, schaut euch den mal an, ist schon. Megatruppe. Was? Du da? Da? Gut, 100, 100, 100, 100. Und da sind wir auch schon drin. Schneller als beim letzten Mal. Eigentlich müssen. Probier mal was. Mein Platz ist an der Spitze. Ich hab noch nie Wukong gespielt. Das ist ziemlich lustig. Lustig.
Schon was der Boy so kann. Nice cages. Wer stellt mein Können in Frage? Hat der grad... Das wird schon auf jeden Fall recht lustig. Genshin gerade hier schon. So, das ist ein bisschen zurück. Geh doch nicht so rein, was hast denn du? Es ist ja nicht so, als hätte ich mich nicht informiert, wie Wukong funktioniert. Ich hab noch gar keinen Last-Hit. Danke für den Heal. Aber nicht nötig. Dringend. Mal schauen, ob ich mein Team wieder so carryen kann wie das letzte Mal. Nice catch. Wer stellt mein Können in Frage? Er stellt mein Können in Frage, Mann. War ein bisschen was aus dem Bestes hier gekommen. Darauf habe ich gewartet. Ja, was willst du jetzt, Herr Ash? Schon mal Leben. Auto sind real. Dennis auf die Probe. Oh, oh. Jetzt knapp. Was machst du? Oh nein. Zeit, ey. Zurück. Er ist schon elf. Vier steht, so das schon nach 5 Minuten. Ich die mal. Ruhe, keine Sekunde.
So, meine Kleinen. Ich hoffe doch, die haben auch verstanden. Die letzte Runde, jetzt bin ich einfach schon wieder alleine, ey. Schön Damage machen. Clarity! I don't care! Wann ist wieder da? Dankeschön! So, was jetzt? Er stellt mein Können in Frage! Wer hat Ulti, ja? Geht er gleich zurück. Eben. Yes. Kann ich die bekommen? Nein, ich bin nicht. Ich will ja nicht gleich das komplette Spiel versuchen. Dein Ernst? Oh, warum schreibe ich im Alt-Chat? Egal. Die Top-Lane will gerade zu mir. So, hoffen wir mal Schuhe, damit wir ein bisschen schon unterwegs sind, ne? Ach ja. Oh.
goldig. Das ist blöd, dass du jetzt keine Mana mehr hast. Also. Kein Kill, aber Hauptsache Assist. Wieso habe ich jetzt die... Wieso? Ich habe doch auf E gedrückt! Wieso kommt da meine Ulti? Oh, ich bin auch so ein Bob, ey. Ich hatte jetzt den perfekten Plan. Ich hätte mich jetzt so an den Minion dran schleichen können. Und ich Idiot Basti! Das Woods into the land underworld. What? Was will der? Er ist hundertprozentig ein Smurf. Ein Verbündeter wurde getötet. Ruhe keine Sekunde. Ist recht. Schade. Meine Reise beginnt erst. Ah. Ja, was jetzt? Was? Was? Mach ich irgendwie zu wenig Damage? Oder warum macht die mehr? Warum kriegt die ständig die Kills? Ah, okay, das Flo. Sag hallo, YouTube. Hallo, YouTube. Egal, wieder League of Legends. Ah. Natürlich. Was ist denn jetzt? Kann ich den Fall nicht alleine machen? Weil vielleicht finde ich. Oh, dann. Ruhe keine Sekunde. Alter, macht der Damage! Alter! Wow! Shit! Der ist ja richtig gefeedet! Der macht doch auch nicht fast mit. Der macht doch auch nicht mehr Damage als ich! Ein bisschen, aber trotzdem. Alter, heilige Scheiße, macht der Damage! Aber ich habe auch nicht wenig Damage gemacht. Was wollte ich denn? Scheiße. Und alles klar bei dir? Jo.
Und Rhea. Umzug läuft immer noch. Sind immer noch nicht fertig, weil wir das alte Haus streichen. Wie viel Farm hat eigentlich die Morgana? 29. Wie viel Farm habe ich? 51. Ja, was ist? Wer stellt mein Können in Frage? Oh, Morgana, komm schon, du warst am Anfang mal besser. Oh, Ice Cage. Wo ist der? Ja, ich hab einen Kill. Alles ist gut, solange ich wild bin. Nein. Nein, fast. Aber, Alter, ich hab ihn bekommen, ey. Alter, ich hab schon 2 Kills, ey. Wie geil. Ob Morgana pushe richtig rein. Und was machst du gerade? Life is Strange, nur zu gucken. Geil. Also, du spielst es ja selber, glaube ich, ne? Ja, ich hab's mal vor, in der nächsten Zeit mal wieder zu spielen. Also die nächsten Episoden, oder? Ja, ich habe jetzt bis zur zweiten, glaube ich, gespielt, aber auch nur zum Teil. Muss ich auf jeden Fall noch spielen. Der dritte ist jetzt auch schon rausgekommen. Ich weiß schon. Folgt es ja, so ist er nicht. Aber ich schaue mir auch keine Let's Plays an, weil ich das selber spiele. Ja, klar. Och, Morgana, ich sag 5-mal zu dir, du sollst dich zurückziehen. Was macht sie? Sie greift weiter an. Jetzt braucht sie sich nicht, warum sie 3 Gegner in die Fresse kriegt. Aber das Spiel unterschätzt man ziemlich an der Grafik. Ja. Für den ersten Eindruck. Das muss man einfach länger spielen. Oder länger gucken. Ja. Also für alle, die es noch nicht gesehen haben oder selber gespielt haben, sollten das unbedingt machen, ja. Das Spiel ist richtig klasse. Also, man muss es nicht selber spielen, ja. Aber man sollte es auf jeden Fall angucken. Ja, man sollte es auf jeden Fall gesehen haben. Ja, es ist es auf jeden Fall wert. Ja. So Let's Player wie heißt Gronkh, Peetsmeet, Moondice 7. Ja gut, also man muss auch gucken, was für ein Spielstil macht der Let's Player, ja. Der Gronkh lädt ja im Moment nur 40 Minuten Folgen hoch, weil er einen Fortschritt von um 10 Minuten schafft, ja. Peetsmeet rusht da mehr oder weniger durch. Vielleicht nicht rushen, beziehungsweise, ja, Gronkh schaut sich halt alles an. Ja, 10-mal an. Ey, das finde ich jetzt aber nicht gut. Doppeltötung! Fuck yeah! Alter, jetzt bin ich gefeedet, ey. Jetzt geb ich euch auf die Fresse, Alter. Ein Gegner, Alter, wie viel Kills hat Billset bitte schon? 8 Kills, Set. 8, steht 8 zu 0, ey. Wir müssen jetzt langsam mal kaputt machen. Müsst ihr gleich mal zu uns kommen. Wer weiß, was er uns beide schafft. Betten. Über allem dem Gegner ist legendär. Komplett. Ich hab gesagt, das Mist. Erstmal den Blue Buff gönnen. Oh Scheiße, die Morgana brachte. Übrigens, PewDiePie, ne? Ist ja immer so ein aufgedrehter Typ. Oh ja. Aber bei Life is Strange, ich guck mal hier jetzt gerade an, ne? Da ist er voll ruhig. Finde ich auch gut, dass er sich anpasst. Bei The Last of Us war er auch ruhig. Ja. Bin ja auch gut so, weil bei solchen Let's Plays musst du bleiben. Oh, Garner, jetzt zieh dich mal zurück und mach nicht immer hier einen auf Rambo. Hast keine Attack Damage.
Gott sei Dank gibt es Ultis in dem Spiel, die einem immer das Leben retten. Naja, außer man verkackt's. Nee, also, ja, außer man. Aber so wie ich jetzt gerade, ich hab's nicht verkackt. Ausnahmsweise mal. So. Ich bin kurz AFK. Alles klar. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Zeig mir eine echte Herausforderung. So, jetzt holen wir uns nochmal. Jetzt habe ich auch ein bisschen Attack Damage. Mach ich den? Jetzt kann ich den Set sogar vielleicht machen, ey. Alter, was macht die Frau? Ja, was willst du, hä? Ja, Wuk. Hä? Bist schon geiler. Meine Reise beginnt erst. Ja, was ist los, hä? Was ist Schiss? Ist der Set komischerweise weg, also der Gegner, der gefiedelt. Oh nein, Morgana! Die kann ich nicht retten. Ja? Oh, Morgana, ich bin unter auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Oh shit! Das überlebst du, komm schon. Du musst das überleben. Nein. Du kleine Notte, so gehört sich's. Dich mache ich alle. Jawoll, Riven. Denen geben wir richtig auf die Fresse. So, komm hier, Drake. Noch mehr Attack Damage. Ihr habt einen Gegner. Was hört man das? Sowas hört man doch gerne. Was? Ihr habt einen Gegner getötet. So etwas hört man doch gerne. So. Dann? Ich hab gerade geguckt, was PewDiePie aufnimmt, ne? Das, was ich gedacht hätte. Der. Nee, Bandicam. Oder die gekaufte Version. Nicht gedacht. Bandicam kennt man ja eigentlich nur von so. Naja. Ja, doch, stimmt, hast recht. Bandicam kenne ich nur. Ja, ja, Bandicam kennt man aber eigentlich eher so von den Leuten, die keine Ahnung von Let's Plays haben, aber trotzdem welche machen und dann mit einer Free-Version von Bandicam aufnehmen und dann immer dieser geile Banner Bandicam im Bild ist, ja. Ja, Set, lauf, Alter! Bam! So. Mag ich meine. Oh! Zieh mir den erstmal den in den Red Buff. Mein Red Buff, hör auf, ihn mir zu stehlen. Dankeschön. Wart mir mal kurz. Na, Zed, wo bist du? Zeddyline. Ah, da unten. Ah, Morgana. Okay, ich bin nochmal gemutet, ne? Ich spare euch noch. Dankeschön. Habe
neuem. Süß. Ah, den. Das ist einfach ein guter. Da brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht streiten, wer schon mal gegen Z gespielt hat. Das bringt mir das nochmal Magie, das ist. Warte mal. Ich will nämlich ein bisschen schneller unterwegs sein. Scheiß auf die Magie-Resistenz ganz gut. Ich komme Schaden von denen. Und Zed. Der ist derjenige, der mir am meisten Schaden macht. Außerdem bin ich dann so schnell unterwegs. Erst einmal gegen dem S-Start. Zweitens halt, schau mal, wie schnell ich bin. Zack, 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 zack. Er stellt mein Können in Frage. Er stirbt. Okay. Zeig mir eine echte Herausforderung. 3, 2, 1. Und zu den Freunden hier helfen. Meine Reise beginnt. Gehen wir schnell nach da oben. Das ist den Farm. 117 Farm. Kann man machen. Noch schneller werden. Und ja, genau. Oh man. Was schon da los? GG. Jawohl, nächstes Spiel gewonnen. So einfach geht das. Das ist doch, ey. Wukong ist richtig geil. Der gefällt mir, der Champ. Der gefällt mir richtig. Also, ich habe selten einen geileren momentan gesehen. So, na okay, ich spiel's halt hier, ne? Ich habe Stufe 5 erreicht. Wukong ist natürlich echt eine Sache für sich. Und wer ist King Bosser? Okay, cool, dankeschön. Die Kills habe ich eigentlich gehabt 9. Z hatte 14 und war trotzdem schwächer als ich. Ah ja, hups, Entschuldigung. Down schon natürlich. Overlay ändern. Ich wurde angeschrieben. Moment, ich muss. So, Graf, schauen wir mal an. Getötete Champions. Boah. Der Timo halt, ne? Starten an Champions. Also Zed und ich sind, glaube ich. Ja, fast gleich. Also, das ist ich, dann er und dann. Okay. Normaler Schaden an Champions. Dabei, Alter. Magischer Schaden. Ja, 107. Verursacht der Schaden. Z ist klar erster, aber ich bin dafür zweiter. Normaler Schaden. Wieder zweiter. Ja, das ist wie kein tötete Vasallen, da bin ich. Zerstörte Inhibitoren. Gar keiner. Zerstörte Türme. Einer. Ja, der hat 0.
Zeit tot verbracht. So. Na gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Frischgebackener Beschwörer der Stufe 5 kann nun in den Chatraum beitreten. Yeah. Sehr cool. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer X5. Euer Reaper. Tschüss.